Some say that life is just a great adventure, that all there is to know is what you see. Per Anhalter über die Wasserwege. Ein Versuch von Schriftsteller und Musiker Auke Holst. Mal gegen den Strom, mal flussabwärts, aber immer in eine Richtung. Von Amsterdam nach Odessa. Auke ist bis Groningen gekommen. Von da geht es jetzt weiter zur Ems und nach Deutschland. Die Ausfahrt der Willem Jakob ist ein Ereignis. Wenn sich die Drehbrücke öffnet, ruht das Leben am Ufer. Die Passage eines alten Schiffes versetzt die Menschen in längst vergangene Zeiten. Ein eigenartiges Gefühl. Vor 10 Jahren lebte ich in dieser Stadt, stand an diesem Kai. Jetzt erlebe ich das alles aus einer anderen Perspektive. Dies ist Groningen. Früher eine der Hansestädte, heute bedeutende Universitätsstadt mit 50.000 Studenten und mit einer besonderen Atmosphäre. Lebendig und entspannt, voller Geschichte und modern. Die Fahrt geht Richtung Nordost zur Ems, durch die Landschaft meiner Kindheit. Das ist Elise. Sie gehört zur Besatzung der Willem Jakob. Das geht nicht so einfach mit dem Schlauch. Ja, du musst ihn etwas hochziehen, wenn du kannst. Elise hat Sportmanagement studiert. Doch sie war unglücklich damit und hat das Studium abgebrochen, um ihr Leben auf dem Wasser zu verbringen. Die Willem Jakob ist ein Ausflugsschiff. Wenn die Gäste Lust haben, packen sie mit an und können sich so ein bisschen in das Leben auf einem Clipper um 1890 hineinversetzen. Das ist Tjerk, der Kapitän. Lebst und arbeitest du auf dem Schiff? Ja. Permanent? Für immer oder auf Zeit? Auf Zeit. Ich bin bis jetzt 1,5 Monate hier an Bord und bleibe bis Ende September. Und dann habe ich schon wieder ein neues Abenteuer. Ein neues Abenteuer auf einem anderen Schiff? Ja. Und vorher warst du auch auf einem anderen Schiff? Ja, mein letztes Schiff hieß Wilder Schwan und war doppelt so groß wie dieses. Da bin ich 1,5 Jahre gewesen. Wir haben den Ozean überquert in die Karibik. Und Tjerk, der auch mitfuhr, hat mich gefragt, ob ich hier arbeiten möchte. Man lebt wirklich auf seiner eigenen Insel. Außerhalb des Schiffes existiert nichts. Es ist nicht wichtig. Das einzig Wichtige ist, das Schiff dahin zu bringen, wo es hin soll. Brauchst du das? Was? Das Gefühl zu haben, ich bin unterwegs und dies hier ist meine kleine, überschaubare Welt? Gefällt dir die Welt außerhalb des Schiffes weniger? Nein, es macht auch Spaß, woanders zu sein. Vor allem, wenn man so unterwegs ist, dann erlebt man Kulturen und Menschen. Das ist schon sehr schön. Dieses Leben macht süchtig. Also, dass du auf deinem Schiff bist und deine Sachen machst. Es ist schon sehr verschlafend, das Wereldje. Sag mal, dass du auf deinem Boot sitzt und deine Dinge tust. Hier, nicht weit vom Kanal, bin ich aufgewachsen, im Dorf Dänemarken. Den Namen gab der wilde Teil dieses Landstriches. Es war keine einfache Kindheit. Sohn eines toten Vaters und einer unzuverlässigen, oft abwesenden Mutter. Meine Geschwister und ich erlebten, was wildes Land bedeutet, in einem anderen Sinn. Heute, mit dem Abstand der Zeit, kann ich seine Schönheit sehen. Das Land hinter den Deichen lebte Jahrhunderte vor allem von der Landwirtschaft. Bis das große Geld kam und später die Probleme.
Erdbeben. Waar we dus zijn, dit is. Dies ist die Gasförderung bei Lageland in der Provinz Groningen. Von hier kommt unser Reichtum zu einem großen Teil. Und hier gibt es jetzt ernste Probleme, weil sich die Erde bewegt, denn wir haben den Boden leer gepumpt. Als ich jung war, haben wir immer darüber gesprochen, dass wir uns als Gebiet von Holland abtrennen sollten, um eine Art Kuwait zu werden. Weil wir natürlich alle gemerkt haben, dass hier viel Geld aus dem Boden verschwand, wovon diese Region wenig bekommen hat. Nicht mal Arbeitsplätze. Wie du siehst, ist hier niemand. Also wurde sehr viel Geld verdient, aber sehr wenige Arbeitsplätze geschaffen. Wir wollten eigentlich das Geld für uns behalten. Naja, hat nicht geklappt. Schade. Unter der Region liegt das zweitgrößte Gasfeld Westeuropas. Da der Staat an den Erlösen beteiligt ist, bringt die Förderung riesige Summen in die Staatskasse. Doch jetzt wird aus dem Segen ein Fluch. Der Boden reagiert. 170.000 Gebäude im Fördergebiet müssen baulich verstärkt werden. Kosten 30 Milliarden Euro. Für einen jungen, zukünftigen Schriftsteller war dies natürlich sehr inspirierend. So ein fremdes, mysteriöses Gebilde. Es könnte direkt aus einem Science-Fiction-Film sein. Eine geniale Location. Die Fackeltürme nannten wir Eiffeltürme, weil sie dem Eiffelturm ähneln. Sie sind das Symbol für die Gasförderung. Letztendlich wird das Gas natürlich dort aus dem Boden geholt. Da wird es gefördert. Aber dies ist das Symbol. Für die Region hier war die Gasförderung nicht wirklich ein Segen. Für die Niederlande schon. Doch jetzt hat die Regierung ein Problem. Immer heftiger werden die Erdbeben, die infolge der Gasförderung den Boden erschüttern. Das schwerste bisher hatte eine Stärke von 3,6. Und es werden stärkere erwartet. Deshalb erließ das höchste Gericht der Niederlande 2015 einen Gasförderstopp an 5 Stellen in der Region. Mit an Bord auf dieser Reise ist Wanda Jager, ein Freund des Kapitäns und Wissenschaftler an der Universität Groningen und sein japanischer Kollege. Wanda, du bist hier jetzt zu Gast auf diesem Schiff. Du bist selbst kein Skipper. Was machst du hier? Ich bin schon auch Segler, aber eigentlich bin ich Wissenschaftler. Ich beschäftige mich mit komplexen Systemen und wie große gesellschaftliche Fragen von verschiedenen Seiten betrachtet werden können. Die Menschen hier in dieser Gegend haben ganz viel zu leiden an einer Energieerzeugung, von der sie selbst sehr wenige Vorteile haben. Wie kann es sein, dass es trotz der Folgen für die Gemeinden hier es immer noch weitergeht? Dass es so lange dauert, bevor etwas passiert? Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Das versuchen wir auch herauszubekommen. Das Problem ist, dass Menschen sehr unterschiedliche Perspektiven haben. Unternehmen haben natürlich meist eine rationale, wirtschaftliche Perspektive. Die denken erstmal, wie können wir dies mit Geld regeln? Aber mit Geld allein macht man die Menschen nicht wirklich viel glücklicher. Wenn du in einer Wohnung lebst, die zwar repariert ist, aber du weißt, dass es in einem Jahr oder in 10 Jahren wieder ein Erdbeben geben kann, dann lebst du in einer sehr belastenden Situation. Die Frage ist, wie machen wir uns unabhängig vom Gas und wie kommen wir mehr in Richtung nachhaltige Energieversorgung? Das ist eine sehr große Herausforderung, die wir haben. Ostappingedam, Willem Jacob. Nou, dat is hartstikke mooi, dank u wel.
Die meisten Brücken und Schleusen werden nicht vor Ort, sondern zentral von einer Leitstelle gesteuert. Nach der Anmeldung öffnen sie sich wie von Geisterhand. Darf ich hier kurz sitzen? Ja. Wie bist du an das Schiff gekommen? Ich habe das Schiff vor 11 Jahren gekauft. Damals war es ein ausgebrannter Rumpf. Ausgebrannt? Ja. Es hat einen Kurzschluss im Kühlschrank gegeben. Und dann habe ich es ganz leer gekauft. Und innerhalb von 5 Jahren haben wir es restauriert. Und du wohnst jetzt auf dem Boot? Ja, genau. Und was machst du? Ist das auch dein Einkommen? Ja. Wir fahren mit Gästen ins Wattenmeer. In der Vor- und Nachsaison sind es vor allem Gruppen, die das Schiff mieten. Und in der Sommersaison segeln wir zwischen den Watteninseln, wie eine Fähre. Also ein Inselhopper. Ein Inselhopper, ja. Geschafft haben wir den Weg von Groningen nach Delfzijl. Jetzt machen wir noch einen Abstecher aufs offene Meer. Deine Seite muss zu mir. Okay, jetzt kommt es. Okay, jetzt macht schnell. Sehr gut. Genau so. Sehr gut. Und jetzt nach vorne bringen. Auf dem Weg ins offene Wasser des Ems-Dollard, einer riesigen Meeresbucht der Nordsee. Segeln wie im 19. Jahrhundert und um mich herum die entmenschlichte Industrielandschaft des 21. Auch hier geht es um Energie, Windmühlen und Großkraftwerke. Jetzt kann ich meine Energie einsetzen. Es ist schön, im Einklang mit dem Schiff zu arbeiten, dabei ein Teil davon zu werden. Mehr an die Arbeit mit der Computertastatur gewöhnt, fühle ich mich ein wenig unbeholfen bei diesem Männerjob. So macht man das. Es muss nicht straff sein, wir gehen vor den Wind. Wo soll ich hin? Rechts umkehren? Nein. Siehst du diese Pfähle? In die Richtung und minimal nach Backbord. Es ist wirklich niemand auf dem Wasser. Das ist fast postapokalyptisch. Die Gebäude sind da, doch wo sind die Menschen? Die stehen hier am Ruder. Das ist doch ein ganz anderes Gefühl als mit dem Motor, hä?
Wir kommen zurück in den Hafen von Delfzijl. Die Willem Jakob fährt morgen weiter hinaus auf die Nordsee. Ich will über den Dollard auf die deutsche Seite der Ems und weiter in die Kanäle Ostfrieslands. Doch zuerst heißt es anlegen für die Nacht. Disappears in the night. Mother has taken the wheel and she slips out of sight. Butterflies need to be out in the wild. We'll wither away behind glass or in the hands of a child. Let them be who they are. Just accept the scars. So, this one. So, you're also on board? Hallo. Hallo. So, wo haben Sie hin? Ditzum. Ditzum, ja. Ja, okay. Gerne. Die Dollardfähre nimmt nur Fußgänger an Bord und Fahrräder. Dreimal in der Woche verbindet sie das holländische Delfzijl mit dem deutschen Ditzum. Die Verbindung mit Zwischenstopp in Emden ist ideal für Fahrradtouristen. Verbindet sie doch die Radwandergebiete beiderseits der Ems. Auf ihrem Weg durch den Dollard kreuzt die Fähre die Emsmündung und die Fahrrinne der Hochseeschiffe aus Emden. Auf der anderen Seite des Dollard liegen im Autoport Emden gigantische Frachtfähren. Die futuristisch anmutenden Stahlgebilde bringen im Jahr über 1 Million Neuwagen nach Nord- und Südamerika oder nach Asien. Fähre legt an in Ditzum, oder wie sie hier sagen, am Ende der Welt. Das Ende der Welt. Gleich hinter dem Anleger versteht man, warum sie es hier so nennen. Die Zeit richtet sich nach dem Wasser. Ebbe gleich Ruhe. Nichts bewegt sich. Oder fast nichts. Ditzum. Das sind 670 Einwohner, Krabbenkutter und eine Tradition als Fischereihafen. Noch heute fahren sie in die Fanggründe der Emsmündung und der Nordsee. Der kleine Hafen ist das Zentrum des Orts. Hier erfährt man, was los ist. Darf ich mich hinsetzen? Ja. Aber nicht so lange. Nicht so lange? Nein. Wieso? 65 muss sein. 65? Ja. Ah. Hey, bist du noch ein bisschen. Ah, dann. Das wollen wir vorklappen, gell? Aha. Setzen Sie jeden Tag an diesen Bank? Ja. Wieso? Ja, Rentner. Rentnerbank. Gucken. Ja. Worüber reden Sie, wann Sie? Alles mögliche. Alles, was neu ist. Alles, was neu ist hier. Was ist neu? Was ist neu? Diese Tag, diese Woche? Gar nichts. Und wir sind am Ende der Welt, ja? Ja, wir sind hier. Ja, kommt drauf. Vielen Dank. Ja. Schichtwechsel. Hallo. Die einen kommen zwischen 16 und 17 Uhr, die anderen für die Stunde danach. Wie kommt man weg vom Ende der Welt? Und das noch an einem Sonntag. Ich habe Glück. Ein Segelschiff stoppt am Anleger und nimmt mich mit.
Gordon. Auke. Hallo, willkommen an Bord. Die Crew ist eine ehemalige Wohngemeinschaft. Die gecharterte Tour ein Geburtstagsgeschenk. Am Ruder ist Egon Buss, der Kapitän der Friedrich. Es geht die Ems hinauf bis Leer. Die nächste Bucht. Die nächste Bucht und dann haben wir die Jan Berghaus Brücke von Leer. Die Klappbrücke. Das ist schon praktisch drüben, der Turm, das ist schon die Stadt Leer, die Altstadt von Leer. Die Friedrich bleibt in Leer. Doch den Kapitän treffe ich morgen wieder. Er wird mich ein Stück weiter mitnehmen. Sonntag in Leer. So schleppt sich die Zeit voran. Es scheint, als würde hier nie etwas geschehen. Leere Zeit. Doch dann nehmen meine Sinne die Stimmung an und ich erkenne, es gibt eine Choreografie der Langeweile, sogar eine gewisse Schönheit. Die Stille ist gut fürs Sammeln der Gedanken. Am nächsten Tag holt mich der Kapitän der Friedrich ab. Er ist auf dem Weg nach Hause und hat mir freundlicherweise angeboten, mich ein Stück weiter mitzunehmen. Durch seine Heimat, die Flüsse und Kanäle der Moorlandschaft. Das ging nicht gut. Herr Buss. Ja, willkommen an Bord. Wir treffen uns wieder. Ja, schön. Fahren wir also weiter. Die Ufer zeigen noch immer, was hier sehr lange das Leben der Menschen bestimmte. Der Torf. Der preiswerte Brennstoff bedeutete für Generationen ein mühsames und entbehrungsreiches Leben. Torf spielt heute keine Rolle mehr. Geblieben sind die Kanäle, wie der Elisabeth-Feen. Feen, das ist niederländisch für Moor. Und ein Feentja ist ein Moormensch. Das Schleusen ist hier noch Handarbeit. Wer durch den Kanal will, muss Zeit mitbringen. Die Feintja ist ein Volk für sich. Also das ist nicht unbedingt, dass wir uns nach außen abgrenzen, aber Feintjes sind Feintjes. Was macht Feintjes? Feintjes, ja, Tee trinken, ne, die Kultur gehört dazu. Dann eben am Kanal wohnen, Nachbarschaftspflege, ne, die Traditionspflege. Früher musste man sich gegenseitig helfen, das ging gar nicht anders. Man hat alles gemeinsam gemacht. Und ja, das ist eben das, was das Leben am Kanal ausmacht. Schon im 16. Jahrhundert wurde begonnen, Kanäle zur Moorentwässerung anzulegen. Rechts und links am Wasserlauf wurde gesiedelt. Dem ersten den Tod, dem zweiten die Not, dem dritten das Brot, sagt der Volksmund. Die Arbeit war schwer, doch die Moorkolonisierung zog viele Menschen an. Denn im Torf konnte man den Militärdienst vermeiden und Mägde und Knechte konnten hier zu freien Bauern werden. Schifffahrt gehört zum Feintja. Die Feintja haben die Städte und Ziegeleien an der Ems versorgt. Die Stadt Leer oder Stadt Emden wurden durch die Feintja Torfschiffe versorgt mit Brennstoff. Und Brennstoff war eben die einzigste Heizkraft, die man hier hatte. Weil Kohle musste man von weit her holen, Bäume hatte man für den Schiffbau verheizt und somit musste man Torf stechen, um dass die Leute
heizen konnten oder auch sich das Mittagessen auf dem Ofen kochen konnten. Früher war man zuerst Fenche und dann Deutsche und dann Europäer. Nur? Weiß ich nicht, ob man jetzt nur noch Europäer ist, das glaube ich nicht. Ich will nicht sagen, dass wir uns nicht auch als Europäer fühlen, aber in erster Linie sind wir Fenche. Und bleibt. Und bleiben Fenche, ja, auf alle Fälle. Say that life is just a great adventure, that all there is to know is what you see. Some say that we're reflections in the water, that's all we'll ever be. Und hier gibt es jetzt ernste Probleme. Weil sich die Erde bewegt, denn wir haben den Boden leergepumpt. De aarde is gaan schudden omdat wij de grond hebben leeggepompt. Toen ik jong was, toen hadden we het er altijd over dat we. Als ich jung war, haben wir immer darüber gesprochen, dass wir uns als Gebiet von Holland abtrennen sollten, um eine Art Kuwait zu werden. Weil wir natürlich alle gemerkt haben, dass hier viel Geld aus dem Boden verschwand. Wovon diese Region wenig bekommen hat. Nicht mal Arbeitsplätze. Wie du siehst, ist hier niemand. Also wurde sehr viel Geld verdient, aber sehr wenige Arbeitsplätze geschaffen. Wir wollten eigentlich das Geld für uns behalten. Naja, hat nicht geklappt. Schade. Unter der Region liegt das zweitgrößte Gasfeld Westeuropas. Da der Staat an den Erlösen beteiligt ist, bringt die Förderung riesige Summen in die Staatskasse. Doch jetzt wird aus dem Segen ein Fluch. Der Boden reagiert. 170.000 Gebäude im Fördergebiet müssen baulich verstärkt werden. Kosten 30 Milliarden Euro. Für einen jungen, zukünftigen Schriftsteller war dies natürlich sehr inspirierend. So ein fremdes, mysteriöses Gebilde. Es könnte direkt aus einem Science-Fiction-Film sein. Eine geniale Location. Diese prachtige Location. Die Fackeltorens, wir nennen sie altijd gewoon Eiffeltoren. Die Fackeltürme nannten wir Eiffeltürme, weil sie dem Eiffelturm ähneln. Sie sind das Symbol für die Gasförderung. Letztendlich wird das Gas natürlich dort aus dem Boden geholt. Da wird es gefördert. Aber dies ist das Symbol. Für die Region hier war die Gasförderung nicht wirklich ein Segen. Für die Niederlande schon. Doch jetzt hat die Regierung ein Problem. Immer heftiger werden die Erdbeben, die infolge der Gasförderung den Boden erschüttern. Das schwerste bisher hatte eine Stärke von 3,6. Und es werden stärkere erwartet. Deshalb erließ das höchste Gericht der Niederlande 2015 einen Gasförderstopp an 5 Stellen in der Region. Mit an Bord auf dieser Reise ist Wanda Jager. Ein Freund des Kapitäns und Wissenschaftler an der Universität Groningen und sein japanischer Kollege. Aha. Wir kommen zurück in den Hafen von Delfzijl. Die Willem Jakob fährt morgen weiter hinaus auf die Nordsee. Ich will über den Dollard auf die deutsche Seite der Ems und weiter in die Kanäle Ostfrieslands. Doch zuerst heißt es anlegen für die Nacht.
The car disappears in the night. Mother has taken the wheel and she slips out of sight. Butterflies need to be out in the wild. We'll wither away behind glass or in the hands of a child. Let them be who they are. Just accept the scars. So, nu läuft auch schon an Bord. Hallo. Hallo. So, wo haben Sie hin? Ditzum. Ditzum, ja. Ja, okay. Gerne. Die Dollardfähre nimmt nur Fußgänger an Bord und Fahrräder. Dreimal in der Woche verbindet sie das holländische Delfseil mit dem deutschen Ditzum. Die Verbindung mit Zwischenstopp in Emden ist ideal für Fahrradtouristen. Verbindet sie doch die Radwandergebiete beiderseits der Ems. Auf ihrem Weg durch den Dollard kreuzt die Fähre die Emsmündung und die Fahrrinne der Hochseeschiffe aus Emden. Auf der anderen Seite des Dollard liegen im Autoport Emden gigantische Frachtfähren. Die futuristisch anmutenden Stahlgebilde bringen im Jahr über 1 Million Neuwagen nach Nord- und Südamerika oder nach Asien. Just accept the scars. So, jetzt noch. So, nun läuft sie auch schon an Bord. Hallo. Hallo. So, wo haben Sie hin? Ditzum. Ditzum, ja. Ja, okay. Gerne. Die Dollardfähre nimmt nur Fußgänger an Bord und Fahrräder. Dreimal in der Woche verbindet sie das holländische Delfseil mit dem deutschen Ditzum. Die Verbindung mit Zwischenstopp in Emden ist ideal für Fahrradtouristen. Verbindet sie doch die Radwandergebiete beiderseits der Ems. Auf ihrem Weg durch den Dollard kreuzt die Fähre die Emsmündung und die Fahrrinne der Hochseeschiffe aus Emden. Auf der anderen Seite des Dollard liegen im Autoport Emden gigantische Frachtfähren. Die futuristisch anmutenden Stahlgebilde bringen im Jahr über 1 Million Neuwagen nach Nord- und Südamerika oder nach Asien. Fähre legt an in Ditzum. Oder wie sie hier sagen, am Ende der Welt. Das Ende der Welt. Gleich hinter dem Anleger versteht man, warum sie es hier so nennen. Die Zeit richtet sich nach dem Wasser. Ebbe gleich Ruhe. Nichts bewegt sich. Oder fast nichts. Ditzum. Das sind 670 Einwohner, Krabbenkutter und eine Tradition als Fischereihafen. Noch heute fahren sie in die Fanggründe der Emsmündung und der Nordsee. Der kleine Hafen ist das Zentrum des Orts. Hier erfährt man, was los ist. Darf ich mich hinsetzen? Ja. Aber nicht so lange. Nicht so lange? Nein. Wieso? 65 muss sein. 65? Ja. Ah. Hey, bist du noch ein bisschen. Ah, dann. Das Royal Fotoapparat, gell? Aha. Setzen Sie jeden Tag an diesen Bank? Ja. Wieso? Ja, Rentner. Rentnerbank. Gucken. Ja. Worüber reden Sie, wollen Sie? Alles mögliche. Alles, was neu ist. Alles, was neu ist hier.
Was ist neu? Ja. Was ist neu? Ja, diese Tag, diese Woche? Nichts, gar nichts. Und wir sind am Ende der 2015 einen Gasförderstopp an 5 Stellen in der Region. Mit an Bord auf dieser Reise ist Wanda Jager, ein Freund des Kapitäns und Wissenschaftler an der Universität Groningen und sein japanischer Kollege. Wanda, du bist hier jetzt zu Gast auf diesem Schiff. Du bist selbst kein Skipper. Was machst du hier? Ich bin schon auch Segler, aber eigentlich bin ich Wissenschaftler. Ich beschäftige mich mit komplexen Systemen und wie große gesellschaftliche Fragen von verschiedenen Seiten betrachtet werden können. Die Menschen hier in dieser Gegend haben ganz viel zu leiden an einer Energieerzeugung, von der sie selbst sehr wenige Vorteile haben. Wie kann es sein, dass es trotz der Folgen für die Gemeinden hier immer noch weitergeht? Dass es so lange dauert, bevor etwas passiert? Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Das versuchen wir auch herauszubekommen. Das Problem ist, dass Menschen sehr unterschiedliche Perspektiven haben. Unternehmen haben natürlich meist eine rationale, wirtschaftliche Perspektive. Die denken erstmal, wie können wir dies mit Geld regeln? Aber mit Geld allein macht man die Menschen nicht wirklich viel glücklicher. Wenn du in einer Wohnung lebst, die zwar repariert ist, aber du weißt, dass es in einem Jahr oder in 10 Jahren wieder ein Erdbeben geben kann, dann lebst du in einer sehr belastenden Situation. Die Frage ist, wie machen wir uns unabhängig vom Gas und wie kommen wir mehr in Richtung nachhaltige Energieversorgung? Das ist eine sehr große Herausforderung, die wir haben. Nou, dat is hartstikke mooi, dank u wel. Die meisten Brücken und Schleusen werden nicht vor Ort, sondern zentral von einer Leitstelle gesteuert. Nach der Anmeldung öffnen sie sich wie von Geisterhand. Darf ich hier kurz sitzen? Ja. Wie bist du an das Schiff gekommen? Ich habe das Schiff vor 11 Jahren gekauft. Damals war es ein ausgebrannter Rumpf. Ausgebrannt? Ja. Es hat einen Kurzschluss im Kühlschrank gegeben. Und dann habe ich es ganz leer gekauft. Und innerhalb von 5 Jahren haben wir es restauriert. Ein Bus, der Kapitän der Friedrich. Es geht die Ems hinauf bis leer. Nächste Bucht. Die nächste Bucht und dann haben wir die Jan-Berghaus-Brücke von Leer. Die Klappbrücke. Das ist schon praktisch drüben, der Turm, das ist schon die Stadt Leer, die Altstadt von Leer. Die Friedrich bleibt in Leer. Doch den Kapitän treffe ich morgen wieder. Er wird mich ein Stück weiter mitnehmen. Sonntag in Leer. So schleppt sich die Zeit voran. Es scheint, als würde hier nie etwas geschehen. Leere Zeit. Doch dann nehmen meine Sinne die Stimmung an und ich erkenne, es gibt eine Choreografie der Langeweile, sogar eine gewisse Schönheit. Die Stille ist gut fürs Sammeln der Gedanken. Am nächsten Tag holt mich der Kapitän der Friedrich ab. Er ist auf dem Weg nach Hause und hat mir freundlicherweise angeboten, mich ein Stück weiter mitzunehmen. Durch seine Heimat, die Flüsse und Kanäle der Moorlandschaft. Das ging nicht gut. Ähm,
Bus. Ja, willkommen an Bord. Wir treffen uns wieder. Ja, schön. Fahren wir also weiter. Die Ufer zeigen noch immer, was hier sehr lange das Leben der Menschen bestimmte. Der Torf. Der preiswerte Brennstoff bedeutete für Generationen ein mühsames und entbehrungsreiches Leben. Torf spielt heute keine Rolle mehr. Geblieben sind die Kanäle. Wie der Elisabeth-Feen. Feen, das ist niederländisch für Moor. Und ein Feentjer ist ein Moormensch. Das Schleusen ist hier noch Handarbeit. Wer durch den Kanal will, muss Zeit mitbringen. Gar nichts. Nee. Wir sind am Ende der, der Welt, ja? Ja, eine kleine sind wir. Vielen Dank. Ja. Schichtwechsel. Die einen kommen zwischen 16 und 17 Uhr, die anderen für die Stunde danach. Wie kommt man weg vom Ende der Welt? Und das noch an einem Sonntag. Ich habe Glück. Ein Segelschiff stoppt am Anleger und nimmt mich mit. Egon. Auke. Hallo, willkommen an Bord. Die Crew ist eine ehemalige Wohngemeinschaft. Die gecharterte Tour ein Geburtstagsgeschenk. Am Ruder ist Egon Buss, der Kapitän der Friedrich. Es geht die Ems hinauf bis Leer. Nächste Bucht. Die nächste Bucht und dann haben wir die Jan Berghausbrücke von Leer. Die Klappbrücke. Das ist schon praktisch drüben, der Turm, das ist schon die Stadt Leer, die Altstadt von Leer. Die Friedrich bleibt in Leer. Doch den Kapitän treffe ich morgen wieder. Er wird mich ein Stück weiter mitnehmen. Sonntag in Leer. So schleppt sich die Zeit voran. Es scheint, als würde hier nie etwas geschehen. Leere Zeit. Doch dann nehmen meine Sinne die Stimmung an und ich erkenne, es gibt eine Choreografie der Langeweile, sogar eine gewisse Schönheit. Die Stille ist gut fürs Sammeln der Gedanken. Am nächsten Tag holt mich der Kapitän der Friedrich ab. Er ist auf dem Weg nach Hause und hat mir freundlicherweise angeboten, mich ein Stück weiter mitzunehmen. Durch seine Heimat, die Flüsse und Kanäle der Moorlandschaft. Das ging nicht gut. Herr Bus. Ja, willkommen an Bord. Wir treffen uns wieder. Ja, schön. Fahren wir also weiter. Die Ufer zeigen noch immer, was hier sehr lange das Leben der Menschen bestimmte. Der Torf. Der preiswerte Brennstoff bedeutete für Generationen ein mühsames und entbehrungsreiches Leben.